hallo Alvin. Hallo Andi, na, was gibt's denn heute Leckeres? Oh, feine Erbsensuppe mit Eisbein, aber nicht zu schwer. Oder Nierchen in Senfsoße mit Kartoffelgratin. Mm, lecker, lecker. Hm? Und so schöne Musik. Hm? Schrubbala. Hallo Alvin. Ach, gib mal her. So macht man das. Setz dich. Danke. Was ist denn los, schon so früh? Ach du, meine Frau ist mal wieder zu ihrer Schwester gefahren. Ich hasse Mittagsbrötchen. So, ich hätte gern die Erbsensuppe. Ich habe aber auch Kohlrouladen. Ah, die Erbsensuppe ist hervorragend. Dazu ein Pilz? Nein, ich hätte gern einen Weißwein. Oder ist ein Rotwein besser? Weißwein. Siehst du, Mami, Richard Wagner fördert den Umsatz von Champagner und Wein. Ich habe nichts gegen Richard Wagner. Ich mache mir nur Sorgen um meine Gäste. Klassische Musik. Aber es funktioniert doch. Noch eine Pulle. Ja, gerne. Also, kann man die Musik nicht ein bisschen leiser machen? Nein, die ist umsatzfördernd, wie Sie sehen. Gott, leck! Wit, wit! Los! Mmh. Mmh. Guten Morgen, Team. Mmh. Das ist mal was Echtes. Herr Ford, alles, alles Gute für Sie und ein ruhiges Fahrwasser in die Zukunft. Ich lasse Sie nur sehr ungern in den Ruhestand ziehen. Sehen Sie mal meinen Schwiegervater. Der hat mit 65 noch eine eigene Firma gegründet, trotz einem Herzinfarkt. Der ist mir erspart geblieben. Ich danke Ihnen für all die Jahre. Wir waren ein gutes Team, glaube ich. Ja, bis auf das Botticelli-Programm. Na, dieser Faust-Team von Kitsch ist ja nun endlich begraben. Also ich lasse Sie wirklich sehr ungern ziehen. Ich habe mir ein kleines Häuschen gekauft in der Lüneburger Heide. Da kann ich angeln, die Zeit vertrödeln. Haben Sie in Ihrem Leben denn schon mal geangelt? Nö, 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 nö. Damit fange ich jetzt erst an. Na, schön. Ist für die Fische ja nicht so gefährlich. Ja, sagen Sie es schon. Ach, Fräulein Glaubrich, das soll doch eine Überraschung werden. Also gut, dann haben wir eben alle was davon, Herr Fork. Dass Sie sich ein kleines Häuschen in der Lüneburger Heide gekauft haben, das hat Fräulein Glaubrich natürlich gleich spitz bekommen. Na ja, es ist noch nicht fertig. Es ist noch viel einzurichten. Eben nicht. Heinz, komm doch mal her. Lieber Herr Fork, wir haben uns gestattet, in einer Nacht- und Nebelaktion auf Veranlassung von Herrn Wiechert, also wir haben uns gestattet, Ihnen Käthes Küche einzubauen, die Sie ja selbst entworfen haben. Die kleinen Fehler sieht man nicht mehr. Und unser Doppelbett Marke Playboy steht in Ihrem Schlafzimmer. Fehlerlos. In Ihrem Wohnzimmer werden Sie einige Teile aus unserem Senatorprogramm wiederfinden. Naja, aber ich meine, das kann nur der Fußboden, der sieht noch so aus wie immer. Teppiche müssen Sie schon selber kaufen. Viel Glück. Ich danke euch allen, das ist ja ein wundervolles Abschiedsgeschenk. Richtige Geschenke, ich kann es zurzeit nicht mehr leisten. Wir können höchstens etwas aus mangelhaften Lagerbeständen abzweigen. Nichts für ungut. Ich habe das mit 3 Lehrlingen gemacht. Wir sind abends um 6 angetanzt und morgens um 7 waren wir fertig. Ja, nochmals vielen Dank. Herr Wiechert, wenn ich einen Vorschlag für meine Nachfolge machen dürfte? Ja, bitte. Ihre Schwiegertochter, eine glänzende Architektin. Vor allen Dingen jetzt, wo Sie Ihre Hauptaktivitäten auf den Innenausbau verlegen. Ja, ich danke für das Kompliment, Herr Fork, aber ich fürchte, es wird keinen Nachfolger für Sie geben. Wir müssen die Kosten senken. Ja, aber Sie haben mir doch vor 2 Minuten angeboten, das, zu bleiben. Das habe ich auch so gemeint. Herr Wiechert, sollten Sie mich aus dem Ruhestand heraus benötigen, ich werde immer für Sie da sein. Dann bleiben Sie mir ja gesund, ich werde darauf zurückkommen. Wir sind uns leider nie begegnet, Herr Wiechert. Nein, worum geht's denn? Ich komme in Vertretung von Herrn Kneisel. Holzwart ist mein Name. Kreditabteilung. Ja? Herr Kneisel ist leider unabkömmlich. Das klingt nicht gut. Ich habe mich sehr bemüht, um Ihnen mitzuteilen, dass unsere Bank sich außerstande sieht, Ihren Dispositionskredit aufrechtzuerhalten. Wie bitte? In 3 bis 4 Tagen muss ich Löhne und Gehälter anweisen. Wir haben da Außenstände. Circa 16,8 Millionen. Wer so viel ich weiß, hat Gütersloh die ablanciert. Ja, aber meine Leute sind doch auf ihr Geld angewiesen. Ich habe noch eine Vereinbarung mit Herrn Kneisel. Tut mir leid. Auf Wiedersehen. Oh mein Gott. Das heißt, wir müssen Konkurs anmelden, nicht wahr? Vergleich. Aber das können Sie nicht, solange Gütersloh das nicht tut. Kommen unsere Mitarbeiter jetzt zu ihrem Geld? Wie können sich die Gütersloh an unseren Forderungen vergreifen? Das sind die Nachteile einer zentralen Finanzverwaltung. Dieser Kneisel, dieser Feigling. Kann er mir das nicht ins Gesicht sagen? Wie stehe ich denn jetzt vor meinen Mitarbeitern da?
Mir brauchen Sie nichts zu zahlen. Ich erhalte immer noch einen Wechsel von meiner Familie. Danke, Durchlaucht. Ich schwöre Ihnen, ich pumpe mir das Geld zusammen. Und wenn ich mein eigenes Haus beleihen müsste. Das wird nicht reichen. Erinnerst du dich noch? Oh ja. Wie lang so eine Bank durchsteht? Über 25 Jahre. Welche Reihenfolge, Schatz? Tenstag? Möbelunion? Rüdiger und Uschi? Die Bank. Gütersloh ist zahlungsunfähig, um es mal ganz deutlich zu sagen. Oh Gott. Und was sagt Tenstag dazu? Nicht in seinem Büro. Der Vorstandsvorsitz auch nicht in seinem Büro. Er ist in der Klinik. Sag mal, das gibt's doch nicht. Doch, das gibt's, aber ich weiß, wo Tenstag ist. Hier aus einer Gütersloher Tageszeitung. Herr Diplom-Ingenieur Bernhard Tenstag schied zum 1.8. aus dem Vorstand der Möbelunion AG Sitz Gütersloh aus. Dieser Feigling. Oh nein. Er hat mir angekündigt, dass er Job hoppt. Oder was? Wie er das ausdrückt. Sich im Geschäftsleben neu integriert. Also pleite? Noch nicht. Ich werde gleich von dieser Bank in eine andere Bank gehen. Zu Kneiße? Wenn er mich empfängt. Und wenn ja, dann werde ich demütig vor seinen Schreibtisch treten, mit einer weißen Taschentuch winken und ihn um die Lohngelder anflehen. Das hat er doch schon abgelehnt. Gütersloh hat Vergleich beantragt und dem müssen wir uns anschließen. Und so wie ich den Kneisel kenne, da wird er mir jetzt ein unsittliches Angebot machen. Aber Moment mal, wer sagt denn das? Graf Benno. Ja, aber... Und wenn mir jemand ein unsittliches Angebot macht, dann möchte ich, dass meine Frau dabei ist. Hm. Ich soll mir zu Kneißel. Ja, Hannelore. Und tut mir leid, dass ich nicht persönlich kommen konnte. Tja, wir müssen jetzt alle Opfer bringen. Zunächst auf die Belegschaft. Herr Wiechert, hören Sie mir erst zu. Ich habe ihm doch häufig private Informationen zukommen lassen, dass es schlecht um Gütersloh bestellt ist. Glücklicherweise ist der Innenausbau der Berliner Möbelunion lukrativ. Ich sehe da eine Möglichkeit, diesen gesamten Betriebszweig aus der Konkursmasse herauszuhalten. Da habe ich gerade knapp 60 Leute beschäftigt. Was mache ich denn mit den übrigen 380 Mitarbeitern? In welche Masse kommen die? Ich brauche Geld, Herr Kneißel. Ein Angebot. Gütersloh nicht mehr zu retten, aber Sie. Sie überzeugen Ihre Belegschaft, dass Sie, sagen wir, 12 Monate auf 25% 20% Ihrer Löhne und Gehälter verzichtet. Die AOK stundet Ihnen für dieses Jahr die Sozialabgaben. Sowas lässt sich arrangieren. Und dafür gewährt Ihnen meine Bank einen erneuten Kredit. Sie persönlich treten mit Ihrem Vermögen ein und sind haftender Gesellschafter der Möbelunion Berlin. Ich bin Schreinermeister. Wer aber durchaus die dünne Luft in der Führungsetage eines Großunternehmens geschnuppert hat, seien Sie mir da also nicht zu bescheiden. Unsere Mitarbeiter müssen doch jeden Monat Miete bezahlen. Die haben Ratenverträge, Kredite. Die Leute könnten doch nicht freiwillig auf 20% ihres Einkommens verzichten. Könnten sie schon. Indem du sie zu Mitgesellschaftern der Möbelunion machst. Das meint Herr Kneißel. Ist das der gewisse Punkt? Naja, also. Das wären dann wohl die glücklichsten Kapitalisten, die ich mir vorstellen kann. Entweder ihr verliert eure Arbeitsplätze oder ihr verzichtet freiwillig auf mehrere hundert Mark im Monat und werdet Mitinhaber. Sie haben Herrn Holzwart doch als Kanonenboot geschickt, nicht wahr? Es eilt nicht, Sie können sich's überlegen. Ich habe höchstens 3 Tage Zeit zum Überlegen. Da muss ich Löhne und Gehälter zahlen. In 3 Tagen fällt Ihnen schon was ein. Komm, Schatz. Sie wissen nicht zufällig, wo Herr Tenstag steckt? Ja, nur Gerüchte, Herr Wiechert. Ja. Wenn Sie und Ihre Frau es nicht schaffen, wer dann? Wir sind also kein Bankrisiko? Bei Ihren Connections? Viel Glück. Erst den Geldhahn zudrehen und dann mit 20% Abzug wieder öffnen. Besser als gar nichts.
Sie haben bemerkenswert schöne Füße, Frau Fischer. Ja, ich habe auch mein Leben lang großen Wert auf gediegenes Schuhwerk gelegt. Ja, das zahlt sich immer aus, in der Tat. Darf ich Lack auftragen? Ja, bitte. Aber nur dezent. Mhm. Naja, mein Zimmer müsste auch mal wieder lackiert werden. Überhaupt müsste das ganze Haus von Grund auf renoviert werden. Sie wohnen in einem sehr gepflegten Haus. Ja, aber man muss die Fehler beseitigen, bevor sie sichtbar werden. Selbstverständlich. Herr Wichel, wie Sie wissen, habe ich keine Familie, auch keine näheren Angehörigen, nur eine gute Freundin. Die vom Virchow-Institut, ne? Ja. Sie ist schon über 25 Jahre dort, wie ich schon über 25 Jahre bei der Möbelunion bin. Ich habe mich mit ihr besprochen. Sie rät mir dringend zu einer Teilhaberschaft in unserer Firma. Dann sind die Mitarbeiter vom Virchow-Institut sehr kluge Leute von Herrn Glaubrecht. Natürlich. Außerdem hätte ich Sie nie im Stich gelassen. Naja, Sie bleiben ja nicht nur Chefsekretärin. In gewisser Weise sind Sie doch jetzt auch Ihr eigener Chef, wie wir alle, wenn unsere Mitarbeiter zustimmen. Herr Wichert, Sie sollten selber mit jedem Einzelnen reden. Nee, die kennen mich alle viel zu lange. Und mögen Sie, weil Sie die Nase nie hochgetragen haben. Auch wenn Sie sie ruhig hätten ein bisschen höher tragen können. Ach, Fräulein Glaubrecht, Sie sind heute ganz besonders nett zu mir. Aber genau deswegen möchte ich da nicht die alle einzeln beschwatzen. Die sollen nicht meinen blauen Augen vertrauen. Die sollen sich mit dem Modell vertraut machen, nicht mit mir. Meinen Sie, Herr Tinster hätte eine Einigung mit der Belegschaft erzielen können? Glaubrecht, Sie müssen einen siebten Sinn haben. Unser Ex-Chef beehrt uns. Oh, der Mann traut sich was. Danke, Partner. Ist hier ein kleiner Scheinwerfer, was? Ach, da kommen die raus. Ah, Tag. Tag, lieber Wichel. Ich wollte Sie auf einen Sprung besuchen. Ach. Mann, Sie sehen ja wieder aus wie einer Ihrer Mitarbeiter. Das bin ich immer geblieben. Na, Sie schauen ja so grimmig. Meine Hannelore sagt, ich könnte nur treu schauen. Also genug der Albereien. Ich bin natürlich gekommen, um mit Ihnen ein Männergespräch zu führen. Donnerwetter, Herr Tenstag. Sie werden ja endlich erwachsen. Na, Sie scheinen ja ersichtlich böse zu sein. Sie haben uns im Stich gelassen, Herr Tenstag. Das bin ich von Ihnen nicht gewohnt. Lieber Wichert, Sie kennen mich gut genug, um zu wissen, dass ich das ganz anders sehe. Können wir uns mal zusammensetzen? Bisschen spät, was? Oh, ich hoffte, Sie überreden zu können, mit mir den Lunch einzunehmen. Bei Monsieur Pierre. So? Aber lieber Wichert, ich warte gerne auf Sie. Wenn Sie mich schon nicht in mein altes Büro bitten. Passen Sie lieber auf Ihr neues Auto auf. Aber mit Vergnügen. Meine Herren, wir haben auch Bier im Haus. Oh, sehr schön. Und Sie? Ah, Sie machen das. Alter, Rosa. Sehr fein. Noch ein bisschen mehr Ruhe. Sehr schön. Ach, ja, gerade wenn man Sorgen hat, soll man sich von Grund auf erneuern. Mutter, ich hatte dir doch ausdrücklich... Sag mal, wie kannst du über meinen Kopf hinweg weil einfach... Weil ich die Einzige bin, die einen klaren Kopf behalten hat. Diese angespannte Mutter, oh, bitte nimm mir doch nicht die Freude. Mutter, es geht um unsere Existenz, um Eberhard und meine. Andi studiert noch. Wenn Eberhard diesen Vertrag auf der Bank unterzeichnet, dann gehört uns quasi nichts mehr. Dieser Anstrich und
Möglicherweise eine neue Sitzgarnitur gehören mir dann. Oh, meine Ersparnisse. Ach, na ja, ich habe bei den Sightseeing-Touren und auch bei Dr. Gürtler Geld verdient. Und was habe ich bei euch hier eigentlich zugesteuert? So gut wie nichts. Du gehörst doch zur Familie. Wie schön, dass du dich daran erinnerst. Na ja, aber ich kann doch diese Handwerker jetzt nicht wieder wegschicken. Kannst du mir mal bitte sagen, wann dich dieser Teufel geritten hat? Der Teufel, der mich geritten hat, war der Pediküre, also meine Fußnägel lackiert. Ja, das klingt sehr logisch. Ja. Ach, hier, die Post. Rechnung. Ach, eine Karte von Hasso. Oh, zeig mal. Oh, das ist ja drei Eichen. Ja. Strelenau muss ich auch schon selbst vermarkten. Ach, und besonders viele tausend Grüße an mich. An Andreas. Nein. Also, wenn diese Hotelpädagogen unseren Andi nicht nehmen wollen, bei seinen Abiturnoten steht ihm jede Universität offen. Also, Gerda, bitte sag nichts, ja? Ja, ich sehe ja schon, was los ist. Unten im Keller kriegt man ja nichts mit. Ja. Oh, Gerda, ja. Das Wohnzimmer in Altrosa und die Essecke in Reseda-Grün. Mhm. Wie in den 50er Jahren. Dr. Gürtler, ich höre dir trapsen. Nein, Mutter, wenn schon, dann weiß. Weiß, nur weiß. Das glaube ich auch. Also bitte, dann weiß. Meine Herren, weiß. 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 Hallo. Ich habe Herrn Direktor Wichert überzeugen können, mit uns zu lunchen, Mutter. Das freut mich. Also das freut mich ganz außerordentlich, dass ich Sie endlich kennenlerne. Sie hatten ja bisher nie Zeit für mich. Kommen Sie. Setzen Sie sich neben mich. So, kommen Sie. Außerdem habe ich so meinen Jungen besser im Griff. Stellen Sie sich vor, der will doch ums Verrecken nicht heiraten. Ja, er hat gute Gründe, gnädige Frau. Es schadet dem Berufswechsel dann und wann. Ach. Von einer Position zur anderen. Papalapap. Bei dem hält's doch keiner aus. Mutter Gott. Herr Wichert, was ich Ihnen noch sagen wollte. Jahrelang haben Sie auf meinen Jungen aufgepasst und es ist alles bestens gelaufen. Und jetzt kommt er und dieser Vorstandsvorsitzende und knallt eine Pleite ins Wirtschaftsleben, dass es nur so kracht. Was haben Sie sich dann bloß dabei gedacht? Wissen Sie, für eine Mutter ist das gar nicht so einfach, ihren Jungen wieder rechtzeitig unterzubringen. Mutter, ich glaube, das ist nicht der Gegenstand unseres Zusammentreffens. Wir wollten doch mit Herrn Wichert ein sachliches Gespräch führen. Bernhard? Willst du damit etwas sagen, dass ich unsachlich bin? Gnädige Frau, ich war auch überrascht, dass Ihr Sohn... Ja, ich bin auch überrascht. Herr Wichert, warum haben Sie denn Ihre Frau nicht mitgebracht? Ihre Hannelore? Ja, das ging leider nicht. Sie hat doch diese Gaststätte und da ist... Was? Die steht hinter der Theke? Das habe ich auch gemacht. 1948 bei den Amis. Für $2 die Stunde. Das war eine herrliche Zeit. Naja, man musste ja was tun. Ich hab doch nichts. Alles war weg. Die paar Häuser, die man hatte, die waren noch nicht wert. Also meine Mutter hat mich auch sehr schwer durchbringen müssen. Ah, die Käthe. Ja, die kenne ich auch. Ja, nur vom Plakat. Sagen Sie mal, zu welchem Friseur geht die eigentlich? Mutter, wenn wir ihr... Ober! Frau Konsul? Wir verhungern. Sehr gern. Nee, die lassen Sie mal stecken. Schicken Sie den Koch aus der Küche. Das vereinfacht die Nahrungsaufnahme. Empfehlung des Hauses, selbstverständlich. Ich gehe ja sonst nie ins Restaurant und koche immer selber. Jeden Abend. Darf ich Ihnen? Außer im Urlaub natürlich. Ein Aperitif? Ein Sherry. Ja, für mich auch, bitte. Halt. Für mich auch. Lieber Herr Wichert, ich war ja immer mehr der Eisentyp. Und bin jetzt im Vorstand der Vereinigten Werkzeugmaschinen.
Und davon gehören mir 10,8% der Aktien. Vergiss nicht, dass ich dir zum Kauf dieser Papiere vor Jahresfrist geraten habe. Ja, raten kann ja gut. Nur heiraten nicht. Aha, ein Spion vom Bistro Harmonie. Das glaube ich nicht. Vorsicht vor Tenstags Mutter. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Guten Tag. Hallo. Na, junger Mann, was haben wir denn heute Schönes gekocht? Mein Andi macht in der Harmonie immer so Appetithappen aus getrockneten Pflaumen mit Speck umwickelt. Die sind vortrefflich. Dörrpflaumen mit Speck als Appetitanreger? Ist noch ein Tisch frei? Aura, bitte. Bitte sehr. Dankeschön. Hallo. Poppy! Bist du verrückt? Das hat dir sogar der Polizeiarzt verboten. Pures Cholesterin. Denk doch an deine Herzkranzgefäße. Es ist doch für Karin. Aha. Na, guten Appetit. Danke. Karin hat jetzt Fahrstunden. Ja? Schon die 80 Stunden. Den letzten Schliff bekommt er natürlich von mir. Mhm. Wenn er will. Was ist denn los an die Arbeit? Ich? Na, wer denn sonst? Alles muss man hier alleine machen. Wollen Sie noch was? Nee, dann ist ja auch gut. Oh. Für dich. Dann mach schon auf. Na? Hey. Na? Du. Die Giron de Rotisseur, die haben mir ein Stipendium zugesprochen. Bitte was? Ja, ein Stipendium. Ja, aber du warst doch das letzte halbe Jahr überhaupt nicht mehr auf der Schule. Da steht's doch, aufgrund ihrer Abschlussleistung im vergangenen Semester. Oh. Du, die Giron de Rotisseur, die vergeben höchstens mal alle 3 Jahre ein Stipendium, eigentlich nie. Das ist sehr gut, ne? Gut? Das heißt, dass ich alles umsonst bekomme, Schulgeld, Ausbildungsbeihilfe und... 2 Zwiebelsuppen. Ich mach das schon. Kunden, die haben wieder keine Schürze um. Ach, deshalb? Was? Ich komme die ganze Zeit schon so nackt vor. Das heißt auch, dass ich in jedem 5-Sterne-Hotel der Welt, ohne mit der Wimper zu zucken, sofort einen Praktikantenplatz bekomme. Was denn? 5-Sterne-Hotel? Ohne mit der Wimper zu zucken. Endlich mal ein positiver Punkt. Mami, ich muss sofort auf den Hack. Schau mal, das ist einfach... Andreas, du brauchst noch deine Unterwassermassagen, deine Bestrahlung. Und du musst doch gesund sein, mein Junge. Mami, da binde ich mir lieber den Brief ums Bein. Das hilft mir, echt. Na, du, da gibt es so einen gewissen Punkt, also... Karin möchte noch ein Sohlei. Nein, Vater, will er nicht. Herr Wichert. Ja? Herr Wichert, kommen Sie mal. Ihre Frau, Herr Wichert, Ihre Frau muss ich unbedingt kennenlernen. Ja. Sie sind mir vielleicht eine. Herr Wichert, wenn Sie sich das anders überlegen, rufen Sie mich sofort an. Abgemacht? Abgemacht. Abgemacht. Wiedersehen. Otto, du fährst mich sofort ins Heilige. Aber Mutter, du hast doch zu Hause im Keller selber ein Riesenschwimmbad. Ja, und was habe ich denn da? Riesenspiegel und mich. Also, das ist nicht abendfüllend. Wiedersehen, Herr Wichert, wieder ins Heilenschwimmbad. Otto, komm, Tante. Ciao. Ciao, Mama. Es sind alle einverstanden, bis auf 6, aber die gehen vorzeitig in Pension. Aber wenn es brennt, sind alle wieder da. Alle. Ja, Heinz, wir stehen jetzt mal alle zusammen, aber ziemlich alleine da. Dienstags Mutter wollte eine Bürgschaft für unsere Kredite übernehmen. Aber das haben Sie hoffentlich abgelehnt.
Und dann glaube recht. Unser Graf soll einmal einen Termin mit unserem Notar und Herrn Kneisel machen. Hat er schon. Heinz, wir gehen jetzt alle in einen Tunnel, der hinten immer enger wird. Verstehst du, was ich meine? Das war unter Paar. Jetzt Sie, junger Freund. Nach Ihnen, Herr Direktor. Na, bitte. Danke. Rüdiger, ich hoffe, Sie verzeihen mir das, aber Ihr Vater ist ein außergewöhnlicher Mann. Obwohl ich ihn erst mit einem Schuss vor den Bug aufschrecken musste. Er ist mein Vater, Herr Kneisel. Er hat doch glatt eine Bürgschaft der Krawallmutter Tönstag abgelehnt, einfach so. Mein Respekt, privat gesprochen. Tja, seine Mutter ist aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ich habe ihn immer für einen Durchschnittsmenschen gehalten. Brav, bieder. Ja, verzeihen Sie, Rüdiger, ein bisschen durchschnittlich sind wir ja alle, aber wer hat schon den Mut, wenn ihm das Wasser bis an den Hals steht? Sie entschuldigen mich bitte, ich bin nicht in der richtigen Stimmung. Das war sehr zynisch, mein Lieber. Die Leute wissen doch gar nicht, was auf sie zukommt. Schatz. Nein, 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 Mutter, ganz recht. Frische Farben, frischer Wind, neue Möbel. Sag mal, wie findest du denn den Bezugsstoff? Viel zu hell. Sieht man ja jeden Fleck drauf. Na, und den? Oh, der wäre nicht schlecht. Ja. Du hast Andi überhaupt noch nicht gratuliert. Das ist für den Jungen das Größte, was er erreichen kann. Andi muss lernen, mit dem Größten leben zu können. Dann wird man nicht philosophisch. Wie soll ich denn werden? Ach so. Entschuldigung. Siehst du, schon besser. Endlich brauchst du mich auch mal. Mathe, Englisch und Französisch hast du mit Bruder auch. Mr. Moet, ich weg mit diesem Stipendium. Und ich sitze hier und schon die Betriebswirtschaft. Das kannst du auch mal anders. Was? Das kannst du auch mal anders. Hey! Aber ob das Richtige ist, ich weiß nicht. Wieso? Nur Yoga. Was denn noch? Eins muss man der Käthe lassen. Sie hat Instinkt im richtigen Augenblick. Weil es hätte ja viel schlimmer kommen können. Ja, aber Hannelore und Eberhard, die lassen sich da in ein Abenteuer ein. Meinst du, dass Eberhard das nicht schafft? Doch. Aber weißt du, den Vorsitz des Jubiläumsausschusses der Harmonie, na, das hätte er doch nicht zu übernehmen brauchen. Das kann doch Alwin machen. Oder du. Ich? Ja, Alwin und du. Ja, bitte. Aber bis jetzt hat mich ja noch keiner gefragt. Eberhard! Ja? Junge, die Lachen sind dir noch viel zu eng geworden. Sind sie nicht. Mutter, den halben Arbeitstag krieche ich auf Baustellen oder in Werkhallen herum. Ich bin nicht mehr der Mann, der einer Firma vorsteht und sie vertritt. Ich bin die Firma. Was ist denn das? Hallo, ihr beiden. Hallo. Ja, ein Abschiedsgeschenk von Dr. Dr. Gürtler. Egon Eiermann, 1954. Ein exquisites Design. Liebe Mutter, wenn dein Dr. Dr. Gürtler unserer Firma der Möbelunion in Berlin, sagen wir mal, 500 Nierentische in Auftrag gibt, dann ist er mir herzlich willkommen. Aber seine Abschiedslampe möchte ich nicht. Guck, die hat uns Onkel Paul zur Verlobung geschenkt. Die hat jahrelang in der Bodenkammer gelegen. Oh. Was ist denn das? Mutter, nimm diese beiden Eiermänner und gib sie deinem Doppeldoktor in Zahlung. Na, gefällt's euch? Sehr. Es wurde aber auch Zeit. Oh Gott, ich muss in die Firma. Du? Ja? Gerda ist im Festkomitee. Oh, sehr schön, Gerda.
Eberhard übernimmt sie. Ach was. Moment mal. Schatz, warte mal. Guten Morgen, Herr Meisel. Morgen. Schatz? Ja? Warte mal. Du, ich muss noch was mit dir besprechen. Es gibt da so einen gewissen Punkt da. Jetzt? Ja. Du, ich habe einen Termin bei Bichler. Wir können vielleicht 4 Kneipen renovieren. Mit Tischen, Stühlen, allem drum und dran. Schön, aber Rüdiger hilft dir doch. Rüdiger sollte nicht verbiegen. Ich will Bichler überzeugen. Das tust du doch bitte. Gabi und Andi. Was? Ach, komm. Die wollen. Aber der ist doch erst 20. Rüdiger war wenigstens 25. Nein, die wollen zusammenziehen in Den Haag. Verstehst du? Einerseits. Andererseits lässt Andis Begeisterung für die Küche merklich nach. Aha. Naja, ich meine, es ist nur so eine gewisse Ahnung von mir. Dann stimmt's. Tschüss. Tschüss. Jetzt werden die Eier schön flockig. So hat Andi sie am liebsten. Omelette ist nämlich nicht gleich Omelette. Am besten gelingen sie im Wasserbad mit etwas Sahne, weißem Pfeffer und einem Hauch Meersalz. Was sagen denn deine Eltern dazu? Och, seitdem meine Mutter eine Boutique eröffnen will, weil mein Vater abends keine Zeit mehr hat, ist denen eh alles egal. Haben sie ja oder nein gesagt? Mein Vater findet, ein Auslandsaufenthalt kann mir nichts schaden. Und meine Mutter ist sowieso der Meinung, dass ich Andis Abitur zu verdanken habe. Insofern, Möbel habe ich auch. Ach du, ich habe auch noch einiges, was so rumsteht. Das könntet ihr mitnehmen, wenn ihr nach Den Haag geht. Ne? Und ich hätte eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Kreuzberg. Mit Bad. Und einen Studienplatz in Medizin. Also nur mal ganz langsam, ja? Ja, Mensch, das ist doch Mist, Kinnas. Das ist kein Mist. Das hat was mit Luftdruck zu tun. Wenn du hier die Luft reindrückst, geht da die Tür auf. Aber ich kann doch nicht die Luft abschaffen, nur damit die Türen schließen. Magnetschnepper. Oben und unten. Das haben wir bei Käthes Küche auch gemacht. Dann bau doch die Magnetschnepper ein, bevor ich mich drüber aufrege. Hm? Das hast du aber nicht gezeichnet. Und was nicht in den Zeichnungen steht, findet in der Werkstatt nicht statt. Also meine Schuld. Präzision, Uschi. Wenn ich so nachlässig meinen Oliver erziehen würde, wie in deinen Zeichnungen die Details fehlen, was sollte dafür aus meinem kleinen Oliver werden? Ich habe selber 2 Kinder. Und dafür gute Schwiegereltern. Ich ans Telefon. Ich es? Ja, Schnuppe. Du Ass hast Uschi auflaufen lassen. Was? Mann, Schnuppe, du warst nicht gemein. Das ist eine betriebsinterne Angelegenheit. Unser Kombi. Ja, du, wenn wir den nicht brauchen. Warte, ich frag mal gleich. Eins, können wir unseren kleinen Kombi 2 Tage entbehren? Hallo, fragt danach. Ja. Gut, Schnuppe, das geht in Ordnung. Ja, ich bin heute Abend pünktlich in der Harmonie. Gut, tschüss denn. Du Arsch, da sind doch die Magnetschnepper. Aber Uschi hat nicht dran gedacht. Erbsenzähler. Liebste Käthe, der Stil der 50er Jahre, Nierentische. Auf Mallorca ist wirklich Schuppen von den Augen gefallen. Viele Bänder auf den Fensterbänken, Gummibäume, Plastiküberdruck. Kleine Cocktailsesserchen, diese wundervollen Lampen. Ja, Käthe, was ist der Stil der neuen Zeit? Die 50er Jahre? Wie alt sind Sie, Frau Lallinger? Jung genug, um das Lebensgefühl der 50er Jahre nachvollziehen zu können. Wie schön. Bedenken Sie doch nur einmal diese wunderbaren Materialien, dieser gelbe Kunststoff mit roten Pünktchen. Der reinste Wahnsinn. Wir stellen um. Ich werde euch beide schon noch zu begeistern. Ich stelle hier gar nichts mehr um. Baue ich eine Milchbar auf. Milchshake, Bananenflip. Ja, Person B für die Galeriebesucher. Ein Glück, dass ich mir die spitzen Schuhe noch nicht weggeworfen habe. Oh.
Ich würde vorschlagen, das singen wir vor der Pause, bevor die langjährigen Mitglieder und Förderer geehrt werden. Aber nach der Pause singen wir dann was Flotteres. Na klar. Na, aber Freitag müssen wir noch mal zusammenkommen, ja? Sag mal, kannst du da? Schlecht. Nee, eigentlich gar nicht. Wieso denn? Familienangelegenheit. In Kreuzberg. Kreuzberg? So ein Quatsch! Wozu haben wir denn das Haus? Viele Medizinstudenten wohnen in Kreuzberg. Ja, aber die meisten doch bei ihren Eltern. Schatz, er wollte fort. Er wollte selbstständig werden. Du bist doch auch selbstständig. Jetzt komm doch endlich ins Bett! Nein, ich gehe jetzt runter auf die neue Couch und benetze sie mit meinen Tränen. Ich komm mit. Schnuppe, bist du denn mit dem Umzug nach Kreuzberg einverstanden? Schnuppe. Wenigstens ist Käthe glücklich. Findest du nicht, wir sind ein bisschen altmodisch? Immer noch besser, als sich sowas auf die Schulter zu tätowieren wie dein Stefan. Er hat sein Leben lang dein Geh im Nacken. Dafür hört er mich nicht mehr. Aber du konntest ja durch den Rückspiegel gar nichts sehen. Sei froh, dass Walter nicht da war. War ja alles zugestapelt. Ich musste mit den Seitenspiegeln zurechtkommen. Ach, und dass ihr dem Andi gestattet habt, nach Kreuzberg zu ziehen. Mutter, Andi ist über 18. Ja, und? Jetzt sorgt Gabi dafür, dass er jeden Tag zweimal seine Übungen mit dem rechten Bein macht. Ja, hoffentlich macht sie auch die richtigen Übungen mit ihm. Andi weiß schon Bescheid. Schließlich ist er ja Medizinstudent. Medizinstudent? Ja. Morgen, mein Lieber. Guten Morgen. Ungelegen? Vielleicht können Sie mir einen Rat geben, den ich bei meinen Überlegungen berücksichtigen könnte. Oh, mein lieber Herr Wichert, Sie kopieren mich ja. Wie geht's der Frau Mama? Sie spricht sehr oft von Ihnen. Ich soll die Möbelunion Berlin nicht aus den Augen lassen, hat sie mir aufgetragen. Übrigens, der Konkursverwalter hat Ihr Modell sehr gelobt. Im Industrieclub. Kein Whisky? Sparmaßnahmen. Aber einen Kaffee können Sie mir noch anbieten. Von Herrn Glaubrecht, zweimal Kaffee. Es gibt nichts bei uns, was Sie trinken wollen, was ich nicht von meiner Frau zu Einkaufspreisen bekäme. Sie sind mehr ein Tiefschnabler, Herr Wichert. Nächste Woche habe ich wegen der Veränderung der Gesellschaftsform eine Betriebsprüfung. Die letzten 3 Jahre werden durchforstet. Oh, so eine Formsache, wenn auch eine sehr unangenehme. Gibt es nichts in unseren Büchern, was Alwin Barthold und unser juristischer Bruchpilot noch nicht entdeckt haben? Weil Sie es gar nicht entdecken können. Ich habe zu meiner Zeit nichts veranlasst, was das Licht einer Prüfung scheuen müsste. Auch nicht bei den Abschreibungen und Werbungskosten. Alles belegt. Heiliges Ehrenwort. Ich erwürge Sie sonst. Verderben Sie es sich nicht mit meiner Mutter. Bitte sehr. 2 Bier und einen trockenen Weißwein, bitte. Natürlich. Der Mann ist mir unheimlich. Deswegen ist er ja so ein guter Nachtwächter. Na. 2 trockene Bier und ein Weißwein. Hier fasst er ja aus der Hand. Gerda, geh zu ihm hin. Er kauft dir glatt 10 Förderkarten für die Harmonie ab. Und dir glatt 20. Ja, genau das will ich hier nicht. Ich verstehe eure Erdnüsslichkeit nicht. Außerdem, was will der Meister mit 10 Förderkarten? Hat er überhaupt so viele Freunde und Bekannte, denen er die Karten verkaufen kann? Ja, das ist eine gute Frage. Mhm. Ach, ja, lieber Wicher, da fällt mir noch eine Kleinigkeit ein. Sie erinnern sich, dass wir weiter das Restaurant meines Golfclubs ausgebaut haben. Gegen Rechnung und Vorlage einer Spendenquittung aus dem Werbeetat. Richtig, nur ich erinnere mich dunkel, dass ich damals Frank angewiesen habe, mir dicke Fichte zu liquidieren. Wir haben aber teure, gekelkte Eiche geliefert. Wenn Ihnen noch mehr solcher Kleinigkeiten einfallen, dann rufen Sie mich doch bitte im Laufe des Tages an, ja? Der Steuerberater meiner Mutter könnte sich die Aktenvorgänge ja unabhängig von ihrer Buchführung vornehmen. Und wer bezahlt das? Ich fühle mich da in gewisser Weise verpflichtet. Ciao. Auf Wiedersehen.
mal, Gesangverein. Geil. Unsere Galerie fördert die Harmonie. Eine Karte kostet nur 7,50 €. Außerdem nehmen Sie an einer Lotterie teil. Ein Kinobesuch ist teuer. Abgehauen. Naja, vielleicht hat er mit Gabi noch was Besseres vor. In der beiden bin ich auch schon schief angequatscht worden. Ich auch, du. Ach, na Schnutzpipi. Dann müssen wir uns auch ein dickes Fell zulegen. Vater und Gerda leben ja auch in wilder Ehe miteinander. Sag mal, kann ich morgen deinen Wagen haben? Meiner ist im Service. Naja, dann musst du mich aber in die Firma fahren. Denn der schon wieder? Naja, jedenfalls kommt er jetzt mal persönlich. Sag mal, aber bei euch läuft doch alles bestens. Oder? Ach, Schnuppe, die Zukunft der Möbelunion ist mir nicht bange. Aber was weiß ich von der Vergangenheit? Von den Altlasten.